Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter, machen den Typen platt, weil dann haben wir den nicht mehr im Weg. Nimm das! So, ist aber auch mal gut hier. Der ist die ganze Zeit am Rumstochern. Finde ich nicht gut. Njam, njam. Njam, njam. Gut, dann auf ins Getümmel, Hände weg vom Lümmel. Der Blitz hat mich gerade ein bisschen irritiert, aber das kriegen wir noch hin. Wow. Booyah! Warte. Okay. Gut, dann wäre das hier auch abgehakt. Das war ja mal ein schneller Bereich. Einen neuen Cusco-Stein. Ja. Weiter geht's. Oh, den machen wir erstmal wieder. Ne, erstmal Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Und dann. Ich finde das auch so süß, wie immer angerannt kommen. Was ist das? Keine Falle. Sehr schön. Und ich treffe nicht. Booyah! Wie sieht, also der tut das auch nicht so anvisieren, so wirklich. Der tut einfach dahin rumstochern mit seinen Füßen, wo er gerade hin will. Also wo er gerade hinguckt. Und wir haben hier ganz viele Wege. Booyah! Das gefällt mir nicht. Aber sind die markiert? Ja. Nein, bitte nicht abschmieren. Ich glaube, die CD ist abgeschmiert. Oh. Ah, der musste wahrscheinlich dieses... musste er laden, eben gerade vom Rumgucken. Das war's wahrscheinlich. So, wir könnten jetzt eigentlich schon weiter. Wir könnten. Wir gehen aber nicht weiter. Ich will den auch noch nicht einsetzen. Nein! Okay, also wir haben drei Wege. Und drei Wegeventil. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier oben lang, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das zum Anfang führt. Frag mich nicht warum. Ich habe einfach das Feeling. Das ist wieder irgendwas zum Nachdenken. Müssen wir das kaputt machen? Gruselig. So, kann man da runterfallen? Ist da tot? Ja, da ist tot. Und was ist das da oben? Was steht heute zur Auswahl? Ist das ein goldener Cusco-Kopf? Sieht ganz danach aus, ne? Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Okay. Das heißt, wir müssen auch noch die anderen... Es wird hier wahrscheinlich noch mehr von diesen Statuen geben. Und die müssen wir dann alle kaputt machen. Aber so kommen wir jetzt da noch nicht weiter. Was war das eigentlich? Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock zu gucken. Wir gehen links, rechts, wir gehen nach rechts. Weil da ein Gesicht ist. Guck mal, das ist der Anfang. Aber wo ist denn die dritte Statue? Ja, das Häschen hüpft da noch rum. Ja, vielleicht sind in dem anderen Geheimgang, also in dem anderen Gang zwei Stück. Okay, da brauchen wir den goldenen Cusco-Kopf. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ach, da oben ist auch nochmal was. Das ist ja alles hier sehr kryptisch. Da kann man lang.
Münzchen, also einen goldenen Kuskokopf brauchen wir hier. Ja gut, aber vielleicht ist hier noch was in dem roten Ding drin. Hm. Hm. Na gut, dann. Uiuiui, das war ein bisschen gruselig. Gut, dann. Ja, hier können wir nicht viel reißen, ne? Aber dann wissen wir schon mal, hier ist Ende Gelände. Hallo? Ja, von da rechts kommen wir. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich nach oben, ne? Hm. Ja. Die Kamera will manchmal nicht so, wie ich will. Hier ist nichts. Schade. Ich mag das ja immer, wenn das so symmetrisch ist. Also wenn da auf der einen Seite so eine Vase steht und auf der anderen auch weiß. Ist auch genau gleich aufgebaut, glaube ich. Ja. Naja. Kontrollpunkt. Ja, links oder rechts? Ja, gehen wir diesmal nach links. Was wir nicht können, weil uns ein Cusco-Kopf fehlt. Was ist hier? Nichts. Moment. Das ist der Heimgang. Ja, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, glaube ich. Finde den Geldtopf, bevor die Zeit ab. Oh no. Oh no. Ich mag so Zeitsachen nicht. Kann ich das nochmal machen? Bitte? Ja. Findet. Ist der immer an der anderen Stelle? Boah, ist das ätzend. Findet. Oder ist es immer der letzte? Oder kann ich die kaputt rennen? Ja. Ich habe hier auch volle Leiste. Okay, dann. Finde den Geldtopf, bevor die Zeit abgeht. Aus dem Weg! Oh, das ist doch scheiße. Oh, wie soll das denn gehen? Das ist jetzt hier so ein God of War-Scheiß, ey. Kann ich kotzen. Das waren in God of War die beschissensten Aufgaben. Ja, mach alle Sachen kaputt in 10 Sekunden oder so. Du musst so eine perfekte Route haben und immer genau in der richtigen Zeit angreifen. Oh. Und es ist ja auch so scheiße hingestellt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kreislaufen oder was? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer irgendwie sich geändert hat. Jetzt ist es dicht.
Ich weiß nicht, ob sich das immer geändert hat, wo der Topf ist, oder ob das immer der gleiche war. Weil wenn es immer der gleiche war, dann ist das sehr traurig, dass ich, weiß nicht, 3 Einläufe oder so gebraucht habe. So, wo sind wir hier? Ist das wieder dieses scheiß Kind da vorne? Hey, weißt du was? Ich habe einen roten Cusco-Stein. Ach, deine Mutter hat einen roten Cusco-Stein. Hab schon verstanden. Okay. Ich muss mir das jetzt hier erstmal angucken und dann fange ich an, dir hinterher zu laufen. Das ist ja schon sehr groß hier alles. Ne? Die Musik nicht, weil ich jetzt mir erstmal höre oder so. Ach du Scheiße. Wow. Das, meine Herrschaften, wird ätzend. Und hier ist nicht mal irgendwas versteckt. Ah, guck mal, eine Statue. Sehr nice. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Werde ich lernen, dich nicht mehr zu verspotten. Oh Gott. Das war teilweise etwas sehr, ne? Wie soll ich dann rote Cusco-Steine bekommen? Dankeschön. Oh ja! Soll jetzt bloß nicht herunterfallen. So, ich verziehe mich wieder. So, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Nap, 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 nap. Weiter geht's. Aha, das ist das Teufelslama, vor dem Isma mich gewarnt hat. Mach dich auf deinen Untergang gefasst. Oh nö. Hoffentlich bin ich auf diesen Turm sicher. Ein Boss-Battle. Schmeißt der irgendwas? Ist das hier jetzt Donkey Kong oder was? Die Frage ist, Na gut, okay, ich komme da runter. Hui! Ja gut, das ist dann ja nicht so allzu schlimm. Dann kann man sich aufladen einmal. Sollten wir hoffentlich nicht brauchen. Nicht zu nah. Okay, man muss also immer hier auf diesen Auslegern abwarten. Was sehe ich da? Ein Tod sehe ich da. Kriegst du die eigentlich her? Boom, Baby! Okay. Oh.
kann ich... Booyah! Hier ist doch eine Statue, oder nicht?